RTL gibt erste Jurymitglieder für neue DSDS-Staffel bekannt. Eine DSDS-Jury zum Wohle von Dieter Bohlen? RTL gibt. Staffel die letzte sein würde. Natürlich wird auch Bohlen, der im vergangenen Jahr erstmals nicht zur Jury gehörte, wieder die Talente bewerten. Nun steht auch fest, dass Pietro Lombardi als Juror zu DSDS zurückkehren wird. Alle News zu Promis und TV bei Ruhr24. Der Sänger verdankt seine Karriere der Castingshow und Dieter Bohlen. Lombardi gewann vor 12 Jahren die 8. Staffel und war bereits in den Jahren 2019 und 2020 Teil der Jury. Nach 2 Jahren Pause kehrte er in diesem Jahr an der Seite von Bohlen, Leonie und Katja Krasavitsch zurück. Pietro Lombardi wird in der neuen Staffel wieder in der Jury von DSDS sitzen. Wer in der nächsten Staffel neben Bohlen und Lombardi in der Jury sitzen wird, ist noch nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass die diesjährige Jury in dieser Zusammensetzung nicht wieder vor die Kamera treten wird. Krasavitsch hatte dies zuletzt gegenüber der Bild-Zeitung bestätigt und bezeichnete Bohlen als einfach nur peinlich. Vergangene Woche veröffentlichte die Rapperin zudem einen Diss-Track, in dem sie das Jurypult von Deutschland sucht die Superbitch mit einem Vorschlaghammer zerstört. Alle TV-News bei Ruhr24. Deutschland sucht den Superstar, gehört zu den erfolgreichsten Castingshows im deutschen Fernsehen. Seit 2002 läuft die Sendung auf RTL und hat zahlreiche erfolgreiche Musiker hervorgebracht, darunter Alexander Kloss, Mark Medlock und Pietro Lombardi. Doch in den letzten Jahren musste die Show auch immer wieder mit Kritik umgehen.